In diesem Blatt stecken Magnesium, Eisen und Vitamin C. In diesem tödliche Stoffe. Immer wieder kommt es in Österreich zu giftigen Verwechslungen. Ganz schlimm ist sie mit der Herbstzeitlose. Die blüht zwar noch nicht, aber die Blätter sind natürlich auch schon heraus. Schon zwei Blätter der Herbstzeitlose können tödlich sein. Und gegen diesen Bärlauchzwilling gibt es auch kein Gegengift. Etwas weniger giftig, aber dennoch gefährlich, sind die Maiglöckchen. Wer versehentlich Maiglöckchen statt Bärlauch isst, der hat mit starker Übelkeit und Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Wer Bärlauch sammelt, sollte daher die Wildpflanze ganz genau unterscheiden können. Wenn man es genauer anschaut, der Bärlauch kommt wirklich einzeln aus dem Boden raus. Also da kommt der Stängel und das Blatt ganz, ganz einzeln raus. Ja? Das schaut dann wirklich so aus. Natürlich, er riecht nach Knoblauch. Von der Blattunterseite habe ich einfach immer diese hellere Blattunterseite beim Bärlauch. Ich sehe die Blattadern recht gut. Der sogenannte falsche Knoblauch wird nicht künstlich gedüngt und wächst damit langsam. So enthält jedes Blatt weniger Wasser, dafür aber viele Vitamine. Ich habe da schwefelhältige Verbindungen drinnen, die einfach meinen Körper in Schwung bringen. Der Bärlauch ist ja so ein richtiger Durchputzer. Der macht uns nach dem Winter, wenn wir viel zu viel Zucker gegessen haben, viel zu viel Schweinsbraten, reinigt er unseren Körper durch. Also er ist blutreinigend, er stärkt uns, er ist immunstärkend, er ist auch gegen Gefäßverkalkung. Bärlauch wächst gern im schattigen Wald, manchmal aber auch am Waldrand und in der Wiese. Und genau hier lauert die Gefahr. Wenn man weiß, dort ist ein herbstzeitlosen Standort, man kennt ja meistens die Gegend, wo man geht, dann sollte man dort einfach auch den Bärlauch überhaupt nicht pflücken. Wer zum ersten Mal auf Sammeltour geht, der sollte einen erfahrenen Kräuterexperten bei sich haben. Doch hat man die grüne Vitaminbombe erst einmal zu Hause, dann am besten roh genießen. Ich verwende ganz gern die Kopferl, also die Knospen, wenn sie rauskommen. Und die kann ich ganz einfach sauer einlegen und das sind dann österreichische eigene Kapern. Länger haltbar bleibt Bärlauch als Pesto. Mit Salz, Nüssen und Öl übrigens das Lieblingsrezept der Kräuterexpertin.